Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute natürlich wieder mit Conan Exiles und einer weiteren Folge mit Liu Fei. Wir schauen uns also weiter in seine Questreihe um. Das müsste jetzt, glaube ich, die zweite Quest für uns sein. Und für alle die meinen Stream gestern auf Twitch verpasst haben, keine Angst, ich lade ihn euch hoch und zwar morgen. Ich habe dafür auch einen extra Kanal, der nennt sich Lunetra Gaming. Da könnt ihr gerne auch schon mal ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Und ich verlinke euch das aber alles nochmal auch in einem extra Post. Und genau, war auf jeden Fall cool gestern. Ich bin ein bisschen K.O., weil es mich 3 Tage gekostet hat, das alles irgendwie vorzubereiten und einzurichten. Deswegen fühle ich mich heute ein bisschen müde. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, dass wir hier weiterspielen. So, und in dem Sinn wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß und let's go. Ja, übrigens ist mein neues Mikro auch da. Deswegen gibt es keine Probleme mehr mit dem Sound. Es funktioniert wieder alles reibungslos. Wir schauen jetzt mal, was er uns zu sagen hat. Hallo, Liu. Zögere nicht. Das Blut, das du besorgt hast, ist nur eine der 3 Zutaten, die wir brauchen, um den Dämon auszusperren. Was brauchen wir sonst noch? Oh, die Zutaten sind mächtig und schwierig zu beschaffen. Wir brauchen die Augen der Unschuld, das Horn eines alten Nashorns, Schwefel und das Herz eines Helden. Okay. Okay, wo wir das Herz eines Helden finden, weiß ich. Genauso wie den Schwefel, das Horn eines alten Nashorns. Reise jenseits der namenlosen Stadt nach Norden. Dort findest du eine Oase mit 2 schimmernden Becken. Ah ja, okay, weiß ich. Und die Augen der Unschuld? Hierzu musst du ein Jungtier aufspüren. Ein Tier, das das Böse noch nicht gesehen hat. Aber du musst es rasch töten, damit es die Tat nicht selbst erblickt. Okay, also einfach ein Baby töten oder wie sehe ich das? Okay, naja gut, alles klar, das lässt sich schnell besorgen. Ich reise nach Hause und dann gehen wir auf die Jagd nach den Zutaten. Also, was machen wir zuerst? Ich guck mal kurz hier in meine Kiste, denn... Ach, das ist das Herz eines Nordheimers. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir tatsächlich das Herz eines Helden noch besorgen. Schwefel brauchen wir. Wisst ihr was? Ich guck mal. Ich habe ja mir schon eine Sandsturmmaske gemacht. Die setze ich mal auf. Was zum Abbauen habe ich dabei. Eine Waffe habe ich dabei. Dann nehme ich... Wen nehme ich denn mit? Soll ich Freya mitnehmen oder Harald Schönhaar? Ich glaube, wir nehmen Freya einmal mit. Oh, und hier steht Liu Fei. Das trifft sich aber gut, weil dann kann ich ihn nämlich noch kurz fragen, wo ich das Herz eines Helden herkriege. Reise in die verfluchte Stadt der Riesen im Westen und töte die Schatzsucher, die ihre Ruinen entweihen. Oh, okay. Alles klar, dann versuchen wir das auch noch. So, mein Pferd, du kommst mal. Und dann gehen wir jetzt zuerst ein bisschen Schwefel abbauen. Und danach gehen wir zu der Oase, wo die Nashörner sind. Dann in die verfluchte Stadt und, was brauchen wir noch? Augen der Unschuld, ja, okay. Eigentlich findet man ja überall irgendwelche Jungtiere. So, mal gucken. Einmal zu der Schwefelmine. Nein, Schwefel. Nicht Mine, Schwefelsee. So. Freya noch da? Ja, da hinten läuft sie. Also gut, er hat uns jetzt natürlich nicht gesagt, wie viel wir davon brauchen. Ich schätze mal, es ist auch wirklich nur eine geringe Menge. Ups, das war tief, aber macht nichts. Das heißt, so ein bisschen was müsste uns eigentlich reichen. So, das sollte schon genug sein. Freya, komm mal her, du brauchst jetzt gerade erstmal nicht kämpfen. Das kannst du gleich machen. Pferd. Dich brauche ich und dann reiten wir weiter zur Oase. Okay, wir sind gleich da. Und wir brauchen dieses alte Nashorn, was da oben rumgeistert, glaube ich. Jetzt schauen wir mal, ob wir es finden. Ja, da hinten ist es. Guckt mal an. So, Freya, dann darfst du jetzt mal wieder ran. Einmal absteigen. Und einmal Freya zum Angreifen befördert. Befördert. Freya? Hallo? Ach, da hinten kommt sie. Okay. Los, mach mal. Schafft sie's oder soll ich ihr helfen? Komm, ich helf mal mit. Ich hoffe, das ist das richtige Nashorn. Schauen wir mal.
Verpassen wir ihm mal ein paar Blutungen. Das ist eh schon voll gesteckt. Der macht sie aber ganz schön platt. So, jetzt sind wir bei der Hälfte und sie ist fast im Arsch. Das ist echt krass. Müssen sie unbedingt höher leveln. Ich meine, es ist ja gut, dass sie zumindest nicht tot ist dann, sondern nur umfällt, aber... Ja. Steh auf, Mädel. Oh. Nee, boxen will ich's nicht. So, machen wir mal weiter. Irgendwann wird's schon den Geist aufgeben. Wo rennt sie jetzt eigentlich hin? Kannst du dich bitte... Sie rennt halt einfach zu dem Krokodil so. Ich habe keinen Bock mehr auf das Nashorn. Ich mache das Krokodil. Viel Spaß noch. Danke für nix. Die erlaubt sich ja Sachen. Vielleicht braucht sie mal wieder einen Tritt. Ja gut, es ist ja jetzt fast down. Passt also. Na komm schon, die letzten Hiebe noch und dann ist gut. Sehr schön. Dann bauen wir es mal ab und ich hoffe, ich bekomme das, was ich brauche. Schauen wir mal. Uraltes Horn eines Nashorns. Und wir haben ein Dietrich bekommen. Okay. Ach so, hier liegt noch der Rest. Den nehmen wir natürlich auch mit. Super. Dann haben wir Schwefel, das Horn eines alten Nashorns. Dann reiten wir jetzt in die Stadt, holen uns das Herz eines Helden noch. Und dann bleibt uns ja eh nur noch ein Jungtier zu töten. Und ich schätze mal, da muss ich mich dann einfach anschleichen. Wir werden es ausprobieren. Ich war übrigens richtig cool geschminkt gestern im Stream. Hab mir extra Mühe gegeben, ein cooles Make-up für euch zu zaubern. Und ich glaube, es kam auch ganz gut an. Wo sind wir denn jetzt gerade? Genau, ich muss jetzt links einfach nur runter und ich glaube... Der Standort ist hier oben gemeint, oder? Norden, Osten, Süden, hat er westlich gesagt? Ja. Wir gucken mal, wir finden schon welche. Hier oben sind ja auch eigentlich welche, die da immer stehen. Dann nehmen wir uns die zuerst vor. Und wenn da kein Herz eines Helden dabei ist, dann schauen wir Richtung Westen. So, die stehen eigentlich hier unten. Steigt mal ab, wo ist die Freya? Wo bist du schon wieder, Girl? Hallo? Okay, mit wem auch immer sie sich schon wieder angelegt hat. Hallo, bitte kommen. Ich schätze nämlich, dass der hier vielleicht eins hat. Der. Hä, ja, wo ist sie denn? Schauen wir mal, die steht irgendwo hier. Was macht sie denn da? Mein Gott, muss ich da jetzt extra hinreiten, um sie abzuholen? Ist das dein verdammter Ernst? Also so toll Freya auch ist, braucht immer irgendwelche Extrawürste, die Gute. Unmöglich, das Weib. Wo ist sie denn? Da hinten stand sie. Aha, jetzt ist sie wieder hinter mir. Okay, gut. Bist jetzt zufrieden? Ich habe dich abgeholt. Können wir jetzt weiter in unserer Quest machen, bitte? Los, folgen Sie mir. Gut, dann steigen wir mal ab. Und Freya, bist du jetzt da? Super. Dann kannst du ja hier mal angreifen gehen, wenn du magst. Toll, und der Bogenschütze ist natürlich hinter mir her. Oh, sie sind alle hinter mir her. Wie toll. Dann kümmere ich mich halt um ihn. Auch kein Thema. Aua, irgendwas hat mich getroffen. So, dann mach bitte noch die anderen mit fertig. So, du musst noch weg. Sehr schön. Wo war der Bogenschütze? Keine Ahnung. Hatte der das Herz eines Helden? Jawohl. Sehr schön. Cool, dann haben wir drei Zutaten von vier. Sie ist jetzt voll in Kampfeslust und will gleich weitermachen. Dann macht es halt. Da oben ist eine Kiste, da ist aber eigentlich nur Gold drin. Was tust du damit, meiner Freya? Ist
Sie muss zwar ab und zu verhauen werden, aber nicht von dir. Wunderbar, das nennt man doch Teamwork. Sehr schön. Jungtiere brauchen wir. Da können wir doch eigentlich auch zu den Nashörnern gehen, die bei uns so rumdümpeln. Deswegen reiten wir jetzt mal zurück. Ich glaube, es wird jetzt auch dann bald dunkel. Und genau, dann schauen wir nach den Nashornbabys. Und bevor ich es vergesse, es hat mir ja jemand ein Pferd in meinen Stall getan, weil das hier mein Lieblingspferd ist. Und das möchte ich dann natürlich selbstverständlicherweise auch benutzen. Deswegen stellen wir es uns jetzt hierher. Plötze, Inventar öffnen. Du hast jetzt erstmal Pause. Du darfst mir nicht mehr folgen. Und wir nehmen ihn hier. So, für ihn brauchen wir auch einen Namen. Überlegt euch einen und schreibt ihn dann in die Kommentare. Und ja gut, aber eigentlich ja, kann ich auch ohne Pferd losgehen, weil die Nashörner sind ja gleich da hinten. Ja, okay. Folgt mir halt auf Schritt und Tritt. Ich hab's doch bald. Ja, halt wieder voll penetrant. Oh nee, auf dich habe ich ja gar keinen Bock jetzt. Also einmal runter mit uns. So. Da hinten ist ein Baby. Ich habe eins gesehen und es darf mich aber nicht sehen. Tja, die Frage ist, wie man das anstellt, dass es mich nicht sieht. Geh mal in die Hocke. Jetzt hat sie es genau umgedreht und jetzt kommt es in meine Richtung. Nein, Freya, halt! Freya, nein! Stopp! Du musst mir nicht mehr folgen. Ich bin hier auf geheimer Mission. Ach, Manu. Okay, das Baby rennt jetzt da lang. Lass mich hier runter. Seh? Dann schleichen wir uns mal ganz langsam an. Gucken, ob das funktioniert. Da hinten ist noch eins, falls es bei dem jetzt nicht klappt. Aber das ist irgendwie schneller als ich, oder? Oh, du darfst mich nicht sehen. Oh! Ja, du bist so hässlich. Freya, kannst du dich um den kümmern hier? Mensch! Da kommt's einfach von hinten und rammt mir das Horn rein. Okay, das hätte man auch falsch verstehen können. Lass mich. Ich habe hier eine Mission. So, und jetzt ist natürlich das Jungtier weggelaufen. Ach süß, jetzt rennt es da im Kreis. Weißt du was? So, und wie kann ich das jetzt abbauen? Muss ich das jetzt so machen? Ja, aber ich habe jetzt nicht die Augen der Unschuld. Boah, das ist irgendwie blöd. So, es ist jetzt hell. Ich sehe da unten ein Jungtier, zumindest. Da ist aber das Kudu in der Nähe. Und wenn ich zum Kudu gehe, ach, dann will es mich wieder ärgern. Oh, da ist auch noch eins. Okay, dann würde ich doch mal sagen, versuchen wir jetzt eins von denen noch. Weil es zählt ja faktisch als Jungtier, oder nicht? So, ich bin gespannt, ob das dann klappt. Ducken. Du siehst mich nicht. Geh weg. Geh weiter. Okay, hat das jetzt gezählt? Nee, auch nicht. Das verstehe ich nicht. Da muss ich vielleicht nochmal kurz mit Leo quatschen. Okay, ich habe jetzt gerade meine Community gefragt auf dem Server hier und sie haben gesagt, ab heute Messer. So, das werde ich mir jetzt dementsprechend schnappen und dann suchen wir uns nochmal Rehkitze, die wir umhauen und die wir dann mit dem ab heute Messer abhäuten und schauen, ob da die Augen der Unschuld bei rauskommen. So, ab heute Messer, bitte einmal hierher und dann schnappen wir uns unser neues Pferdi. Ja, super toll. Und gehen auf Suche nach Rehkitzen.
Also gut, hier ist eine Herde. Ist ja irgendwo ein Junges dabei? Da unten ist es. Da unten sind sogar zwei. Wunderbar. Und dann werden wir uns die jetzt schnappen. Lass ich mal absteigen. So. Ups. Abhäutemesser. Abhäuten. Augen der Unschuld. Hätte man auch früher drauf kommen können, aber ich dachte tatsächlich, es wäre vermutlich egal, mit was ich das Tier abhäute. Anscheinend nicht. Naja, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Dann schauen wir, ob Liu Fei auftaucht und ob wir die Quest damit endlich beenden können. Liu, ich höre dich, aber wo bist du? Da steht er. Also, Liu. Zögere nicht, das Blut, das du besorgt hast, ist nur eine der Zutaten. Ja, weiß ich. Was brauchen wir sonst noch? Verstehe, ich werde die Reagenzien besorgen. Das Herz, das Horn, die Augen und eine Unze Schwefel ist alles hier. Ausgezeichnet. Mit diesen Objekten steht der Bannung der Bestie nichts mehr im Weg. Aber ich muss mich nun ausruhen, um meine Stärke zu sammeln. Ich werde die Zutaten bis zum Zeitpunkt des Rituals behalten. Folge meinem Ruf, wenn es soweit ist, und nun bin ich müde. Dann geh nach Hause und ruh dich aus. Dann haben wir die Quest jetzt auch erledigt. Sehr cool. Ich war schon am Rande der Verzweiflung, ob ich diese blöden Augen der Unschuld noch irgendwo herkriege. Ihr wisst jetzt also auch Bescheid. Jungtier töten und mit dem Abhäutemesser abhäuten. Und dann sage ich an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zuschauen euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, schaltet ab und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Bye, bye.